Russland führt seine Angriffe auf ukrainische Städte unvermindert fort und setzt laut Militärstrategen auf eine Zermürbungstaktik. Für Zivilisten wird die Situation von Tag zu Tag immer schlimmer. Zigtausende Menschen stehen vor dem Nichts und es fehlt am nötigsten wie Strom und Gas. Die Zustände in der Schwarzmeerstadt Mariupol sind katastrophal. Die Stadt hat es mitunter am schwersten getroffen. 80-90% der Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Nach dem Zusammenbruch der Wasserversorgung holen sich die Menschen Wasser aus Lacken oder Heizungssystemen. Die humanitäre Lage ist dramatisch. Nun stellt sich die Frage: Unternimmt der Westen genug, um der Ukraine zu helfen? Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf Schau.tv. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und ich spreche heute mit der Siobhan Gates aus dem Außenpolitik-Ressort des Profil. Siobhan, grüß dich, wir haben uns jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Hallo. In dieser Woche machen wir im Profil, wie nicht anders zu erwarten, eine weitere Titelgeschichte, große Geschichte rund um den Ukraine-Krieg. Und ein großer Bestandteil dieser Geschichte, die du machst, die der Robert Reichler macht, die Lena Leibitzeder macht, ein großer Teil der Geschichte ist, wir sprechen mit Personen, die in der Ukraine sind und haben sehr, sehr dichten Kontakt. Und das sind amazing stories. Genau, also wir waren diese Woche mit Menschen in Kontakt, mit 6 Menschen aus 5 Städten, die bleiben wollen, also die sich entschieden haben, aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu fliehen, entweder weil sie helfen wollen, weil sie dokumentieren wollen oder weil sie einfach nicht aufgegeben haben. Und das ist wirklich sehr interessant. Also es gibt ja, mit Anfang der Woche sehen wir eine neue Eskalationsstufe. Die Städte werden viel stärker beschossen als davor. Also Russland verfolgt ja offenbar eine Zermürbungstaktik, versucht die Ukraine in die Knie zu zwingen. Und darunter leiden natürlich die Zivilisten am allermeisten. Und wir haben da Städte, also die Menschen, die wir da porträtieren in den Städten, das sind Menschen, die leben in Kiew, das ja umzingelt ist. Cherson, das schon in russischen Händen ist, als einzige Großstadt der Ukraine. Und in anderen Städten, die beschossen werden. Es ist auch Odessa dabei, es ist Charkiw dabei. Und es sind wirklich sehr interessante Menschen, die da zu Wort kommen. Wie viel bekommen die mit von der Gesamtsituation? Wissen die nur, sie werden jetzt beschossen? Wissen die, was der Präsident Zelensky tut? Ist da genügend Kontakt, sei es über Social Media oder auch über Medien, so dass es ein Gesamtbild für die Leute natürlich gibt, mit denen wir sprechen? Ja, die wissen alles. Ja. Also das ist jetzt nicht so wie Mariupol zum Beispiel. Da weiß ich nicht, wie viel noch nach innen dringt, nach außen dringt sehr wenig. Also das Internet ist da lahmgelegt, so wie vieles andere auch. Mariupol hat es am stärksten betroffen. Da haben wir dann natürlich auch mit niemandem sprechen können, weil es einfach leider nicht geht. Aber die Menschen, mit denen wir sprechen, ja, die wissen alles sehr genau. Es ist aber interessant, dass sie zum Beispiel in der Nacht dann die Bombardements hören und sich dann aber auch erst ein Bild machen müssen. Wo ist das jetzt genau geschehen? Da gehen sie dann auf die sozialen Medien, telefonieren herum. Aber sie lesen alle auch westliche Medien und sie schauen alle, wie berichtet der Westen. Ja, also die sind sehr gut informiert. Ja. Mhm. Du sprichst von der Zermürbungstaktik. Offensichtlich Russland macht 2 Sachen. Zermürbungstaktik, indem Wohngebiete, Infrastruktur beschossen wird und andererseits natürlich das klassisch Militärische. Man versucht, die ukrainische Armee von Norden und Süden kommend an den Contact Lines abzuschneiden und damit Kiew auch nicht so gut verteidigbar zu machen. Mhm. War deinem Eindruck nach, wir lesen alle viele Medien, wir lesen die New York Times, wir lesen das Profil, wir lesen die deutschen Medien, war das von vornherein so geplant? Zermürbungstaktik einerseits und dann die militärische Geschichte, oder hatte aus heutiger Sicht der dritten Woche des Krieges Wladimir Putin gedacht, er kann das in schlicht beheaden, das Land, einen Präsidenten einsetzen und er hätte keins von beiden gebraucht? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das war. Also ich glaube, dass der gedacht hat, dass er mit einem Blitzkrieg reinfährt, Enthauptungsschlag, und dann ist das meiste schon getan. Ne? Weil wenn jetzt Zelensky gefangen genommen worden wäre oder Kiew überhaupt gefallen wäre, ja, oder auch wenn er getötet worden wäre in den ersten Tagen, dann muss ich vorstellen, was das für eine psychologischen Effekt gehabt hätte und was das für die Moral bedeutet hätte. Mhm. Also ich glaube, das war überhaupt nicht so geplant. Sie versuchen jetzt eher, also wenn ich mit Militärexperten spreche, die sagen mir, die russischen Truppen versuchen jetzt eher, diese ganzen gebündelten ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes, also an der ersten Kontaktlinie quasi, einzukesseln. Mhm. Weil wenn die dann fehlen im Kampf um die anderen Gebiete, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Das versuchen sie gerade. Mhm. Und deswegen sagen viele Experten,
dass die ukrainischen Soldaten jetzt schnell sich zurückziehen müssen hinter den Floß, der ja der Deppendruck, der ziemlich genau durch die Mitte des Landes verläuft, und den dann als natürliche Verteidigungslinie benutzen können. Weil da könnte man ja Brücken sprengen und sozusagen dann durch die Geografie könnte dann nutzen, dass sie zumindest den westlichen Teil halten. Heute Nacht gab es weitere Angriffe im Westen auf Lemberg. Da in dem Fall wurde, glaube ich, ein Flugplatz beschossen, angeblich das Flugfeld als solches nicht beschädigt. Ich habe noch keine ordentlichen Interpretationen dazu gehört, warum dieser Angriff dieses Mal. Etwas Ähnliches gab es vor mehreren Tagen mit präzisen Raketen, die offensichtlich von Bootenschiffen aus dem Schwarzen Meer in der Nähe von Odessa abgeschossen wurden. Da ging es ziemlich klar darum, dass man dem Westen zeigen wollte, was man taktisch genau und präzise kann, wenige Kilometer vor der polnischen Grenze, weil dort dorthin Waffen geliefert wurden, weil sich dort möglicherweise westliche Söldner arrondiert hatten, um zu kämpfen. Mhm. Aber was hast du eine Interpretation dazu, warum in dieser Nacht dieser Angriff? Also das eine ist natürlich, wie du sagst, man möchte zeigen, was man kann. Mhm. Ja. Das andere ist natürlich, den Nachschub zu gefährden. Also wenn man ein Lager oder einen Stützpunkt angreift, wo nicht nur gerade Waffen angekommen sind, die ganze Woche über und die ganze Woche über auch Söldner kamen aus dem Westen, und dann wartet man die ganze Woche und am Sonntag dann war dieser Schlag. Das ist natürlich, ich meine, wir wissen alle nicht, wie viel da zerstört wurde. Wir haben nicht einmal Zahlen zu toten Söldnern. Das werden wir auch nicht kriegen. Es wird keine offiziellen Statements geben. Mhm. Aber ich interpretiere das so, dass sie halt die Nachschubwege angreifen. Und ich glaube, Putin hat auch nicht gerechnet mit dieser schon massiven Unterstützung durch Waffen, durch Amerika und die EU. Und die gelangen dann natürlich irgendwo ins Land, auf Nachschubwegen. Und die geht es jetzt zu treffen, und nicht nur die Wege, sondern auch die Depots. Mhm. So interpretiere ich das. Ja. Wir haben ja... Vielleicht erklären wir das den Zuseherinnen und Zusehern. Wir haben jede Woche zwei große Konferenzen, die meistens über Zoom, Teams ablaufen, wo sehr intensiv diskutiert wird. Einerseits über die Lage im Allgemeinen, weil wir gut informiert sind, weil wir auch von geheimen Diensten Informationen bekommen. Andererseits natürlich rund um die Frage, was wir als Profil, als Nachrichtenmagazin, das einmal in der Woche erscheint, dazwischen aber sehr viele Online-Geschichte macht, was unser Mehrwert sein kann für unsere Leserinnen und Userinnen. Und vielleicht mal in Erinnerung rufen, was wir so seither gemacht haben. Also in der ersten Woche hatten wir ein schwarzes Cover, auf dem auf Russisch Krieg stand, in zyrillischen Lettern, man sah im Hintergrund Putin. In der zweiten Woche, glaube ich, hatten wir Selenskyj, der Held des Westens, weil wir darstellen wollten, die Überraschung, dass sich hier, das, was du gerade gesagt hast, dass sich hier eine Person, von der man das nicht erwartet hatte, in den Vordergrund stellt und damit die Widerstandskraft insgesamt in der Ukraine erst möglich macht. Ohne Selenskyj und sein Umfeld, ein Komödiant ursprünglich, wäre das alles nicht möglich gewesen, das, worüber wir jetzt sprechen. Und in der vergangenen Woche hatten wir das Bild eines Kindes, dass man hinter einer Glasscheibe sah, und die Hände vermutlich des Vaters, um darzustellen, was jetzt dort wirklich los ist. Aber da hatten wir eine sehr politische Frage gestellt. In Österreich war losgebrochen die Diskussion über die Neutralität, anders als in Schweden, wo die Bevölkerung inzwischen die Neutralität eher loswerden will und sich nur die Ministerpräsidentin zurückhält damit und sagt, jetzt nicht. In Österreich etwas anders, da nimmt die Zustimmung zu. NATO-Beitritt, über 80% dagegen. Also das war die dritte Woche. In dieser Woche haben wir länger darüber diskutiert, und es ist nicht ganz so einfach, versuchen wir zwei Dinge. Einerseits eben zu schildern, das, worüber wir gerade sprachen, was dort wirklich los ist, was die Menschen wissen, auch wie das verbunden ist mit den Möglichkeiten des Widerstands und damit mit der Position, in der Russland, in der Putin ist. Und andererseits werden wir wahrscheinlich, wir haben die Titelzeilen noch nicht formuliert, auch das Foto noch nicht ausgesucht für E-Paper und die Printgeschichte. Andererseits stellen wir wahrscheinlich auf der Titelseite auch eine Frage, nämlich, machen wir genug? Tun wir genug? Mhm. Das ist so ein bisschen das Binnen dieser Geschichte. Da geht es dann darum, nicht nur, wir genug für die Flüchtlinge tun, sondern was der Westen insgesamt tut. Die EU, die USA, Wirtschaftssanktionen, militärisch. Genau. Es ist überraschend viel, was da passiert. Und diese Frage, tun wir, damit habe ich oft ein bisschen ein Problem. Sagen wir, tut der Westen genug?
Die Frage stellt sich natürlich umso mehr, als jetzt diese Eskalationsstufe die nächste erreicht ist und das Leid der Zivilbevölkerung noch größer wird. Klar, die meisten oder eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich noch mehr Unterstützung. Also es gibt einen einzigen, der keine Flugverbotszone gefordert hat. Ja? Natürlich, die Leute sind verzweifelt. Ne? Und Zelensky fordert das ja auch sehr selbstbewusst ein. Ja? Nur die Frage, ob... Nur die Flugverbotszone würde dazu führen, dass die NATO russische Flugzeuge abschießt und darum warnen Biden und viele andere davor, dass das zu einem dritten Weltkrieg führen könnte. Also und diese Eskalationsstufe nicht passieren darf und dürfte. Insgesamt aber kann man wahrscheinlich schon sagen, Wirtschaftsaktionen, die Waffenlieferungen, von denen du gesprochen hast und damit auch das, was das dort wieder bewirkt, muss sehr überraschend sein für Wladimir Putin, was da die Einheit des Westens, der EU und die konkreten Maßnahmen, die passieren. Also der Vorwurf, dass der Westen zuschaut, das hört man ja jetzt auch öfter, das stimmt einfach nicht. Also man kann nicht sagen, Europa würde zusehen oder die USA würden zusehen. Das stimmt einfach nicht. Und man muss sich auch wirklich mal die Rolle Europas ansehen in diesem Krieg. Also es ist schon, der Kontinent ist schon über sich selbst hinausgewachsen und hat viele Dinge getan, die wir für unmöglich gehalten hätten, noch vor wenigen Wochen. Inklusive der Länder, die aus verschiedenen Gründen vor kurzem noch in der Kritik standen, sei es Polen, sei es Ungarn, derzeit nicht Europa eine Einheit. Genau, so ist es. Schon geht's. Ich danke herzlichst für das gemeinsame Gespräch. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und hoffe, dass Sie die kommende Ausgabe vom Profil online als E-Paper oder in der Printausgabe lesen werden. Danke und auf Wiedersehen.